Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du einschaltest. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein in die Chartanalyse. Was schauen wir uns heute genau an? Wir schauen uns heute den Bitcoin genau an. Wir gehen mal rein in Ethereum, schauen da an, wie sich Ethereum im Moment verhält, weil Ethereum wirklich sehr positiv im Moment rein startet, schon in die ganze Woche. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein paar kleine News, aber im Moment nicht viel los. Deshalb wird es ein ganz schnelles Update-Video für euch. Wenn du der Community beitreten möchtest, gerne einmal einen Daumen nach oben geben und hier unten auf den Abonnieren-Button klicken. Dann bekommst du jeden Tag ein Update-Video von mir und ja, da kannst du auf jeden Fall dann hier gerne der Community beitreten. Würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go! So, also Leute, ich hoffe, euch geht's gut an diesem wunderschönen Freitag, nee, beziehungsweise Samstagmorgen, ja, ich hoffe, euch geht es somit gut und wir schauen uns jetzt hier mal den Bitcoin genau an. Ihr habt ja gesehen, wir haben hier gestern analysiert, dass wir hier ein mögliches Inverse Head and Shoulders Pattern hier kriegen. Wir sind auch nach oben hin ausgebrochen, aber ich habe euch dann auch ganz genau erzählt und erklärt und habe gesagt, Leute, ihr müsst aufpassen. Warum? Weil wir dasselbe Szenario einfach hier schon ein paar Wochen zuvor hatten. Da hatten wir genau dasselbe Chart Pattern. Jeder hat geschrien, wir haben Inverse Head and Shoulders Pattern, das bricht jetzt nach oben aus. Und was ist passiert? Wir gingen komplett in eine Seitwärtsphase. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, was jetzt nämlich hier passiert ist, das ist fast genau dasselbe Schema. Ja, wir brechen nach oben aus, wir sind jetzt über den 50er EMA, jetzt kann es sein, dass wir hier nochmal runtergehen und erstmal hier komplett wieder in eine Seitwärtsphase gehen. Das wäre für mich durchaus denkbar und da befinden wir uns nämlich dann schon wieder Ende Juni, also Ende nächster Woche. Was meint ihr denn? Denkt ihr, wir gehen in eine Seitwärtsphase oder meint ihr, wir kriegen einen explosiven Move nach oben oder nach unten? Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare. Also, es bedeutet, was müssen wir uns jetzt hier genau anschauen? Der 50er EMA sind wir gestern drüber gekommen. Ja, das war auch ein ganz wichtiges Level auf dem 4-Stunden-Chart, dass wir hier drüber sind und jetzt hier erstmal drüber bleiben. Jetzt seht ihr es hier einmal, zweimal und dreimal, also drei 4-Stunden-Kerzen sind jetzt hier erstmal positiv über den 50er EMA hier geschlossen worden. Das heißt, wir sind nicht mehr drunter geschlossen. Was bedeutet das jetzt genau? Ihr seht es einfach hier, Bitcoin hat hier wirklich den ganzen Tag gestern komplett wirklich verpennt, kann man eigentlich fast sagen. Ja, hier ist nichts passiert. Wir sind weiterhin in der Range geblieben. Wir sind hier unten dann nochmal reingegangen, haben unsere wichtigen EMAs auf dem 4-Stunden-Chart hier nochmal angetestet. Ja, und jetzt ist es halt so, wenn ich mir das Ganze auf dem 1-Stunden-Chart anschaue, dass wir dann nach oben hin ausgebrochen sind. Ich habe euch dann auch gestern nochmal gesagt, dass es wichtig ist, dass wir über dieses Hoch kommen. Da sind wir drüber gekommen, aber haben hier dann schon wieder so eine Rejection Candle reingekriegt. Und das ist erstmal für den heutigen Tag und auch fürs Wochenende sehr starker Widerstand. Und ihr seht jetzt auch schon, was Bitcoin die ganze Zeit macht. Ja, wir gehen runter, testen an, nicht, schaffen es nicht drüber, testen es wieder an, schaffen es nicht drüber, testen es wieder an, schaffen es nicht drüber. Ja, das ist dann meistens ein Indiz dafür, dass es wahrscheinlich hier dann nochmal runter geht, dass wir diese unteren Tiefs hier nochmal antesten. Ja, das wäre durchaus möglich für die Leute, die hier jetzt Daytrading unterwegs sind am Wochenende. Ich würde euch empfehlen, tradet von Montag bis Freitag und benutzt das Wochenende einfach auch mal fürs Wochenende, ja, Kopf frei kriegen, ich sage es auch immer zu meinen Bitbullern, Kopf frei kriegen, by the way, da gibt es am Montag ein richtig geiles Update, da halte ich euch natürlich auf den Laufenden, ja, was es da zu Bitbull Trading zu sagen gibt, aber ja, einfach mal den Kopf frei kriegen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, macht doch den Chart mal weg, ja, schaut auch nicht aufs Handy, ja, Samstag, Sonntag ist Family Tag oder was weiß ich, was ihr gerne machen wollt am Wochenende, ja, geht raus mit Freunden, trefft euch mit denen, das ist einfach auch wichtig fürs Mindset so ein bisschen, ja, weil einfach Kopf frei kriegen, am Montag geht es wieder los, ihr verpasst einfach nichts, ja, muss man sagen, in der aktuellen Marktsituation verpasst ihr nicht sehr viel. So, das heißt, wir traden jetzt hier in einer möglichen Range, die befindet sich zwischen 21.560 US-Dollar und hier runter zwischen 20.800, ja, das heißt, wir können hier durchaus nochmal das Ganze hier unten antesten, solange wir hier drin bleiben, ist alles in Ordnung, ja. Und solange wir drin bleiben, kann man hier auch gute Trades mitnehmen. Das heißt, immer wenn wir in den Widerstandsbereich hier oben reingehen, kleine Short-Position aufmachen, kleinen Scalp-Trade machen und genau dasselbe hier unten. Ja, das ist jetzt aber nichts für Fortgeschrittene. Das ist nichts für Anfänger. Deshalb einfach ein bisschen da die Augen offen halten, keinen großen Hebel verwenden. Naja, sonst wartet einfach auf die richtigen Einstellungen beziehungsweise wartet darauf, bis uns Bitcoin ganz genau sagt, okay, jetzt gehe ich long, jetzt gehe ich short. Aber im Moment ist es einfach so, macht DCA. Ist keine Finanzberatung, aber Dollar Cost Average macht
es auf jeden Fall am einfachsten und in dieser Marktphase ist es am besten, euer HODL-Portfolio einfach aufzufrischen. Was ich jetzt von euch gerne wissen will und deshalb ballert es jetzt unten rein in die Kommentare. Was meint ihr? Denkt ihr, wir führen diesen Trend, den wir hier haben, seit 2013 weiter fort? Also bedeutet das, wir sehen hier dann rein technisch gesehen keine tieferen Preise mehr. Somit haben wir unseren Boden erreicht. Ja. Wir haben das Ganze hier dann perfekt angetestet. Hier auch dann nochmal fast. Was meint ihr? Denkt ihr, wir haben jetzt hier somit unseren Boden erreicht und wir gehen jetzt hier langsam Step by Step in eine Konsolidierungsphase, die uns hier bis Ende Dezember hier blühen könnte, bevor wir dann hier wieder weiter nach oben steigen? Also schreibt es gerne mal unten rein. Das wäre wirklich eine sehr spannende Sache, was mich definitiv sehr interessieren würde. Also was meint ihr? Oder gehen wir hier runter und brechen diesen Aufwärtstrend, den wir seit 2013 haben, nachhaltig nach unten und sehen nochmal tiefere Preise. Ja, diese tieferen Preise, für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind, das sind einfach die Preise hier 13.700 und 10.834 Dollar. Woher kommen die? Die kommen einfach daher, dass wir auf dem Monatschart einmal hier dieses All-Time-High haben. Das sind wir weiterhin drüber. Das haben wir angetestet somit. Ja, das heißt, wenn der Monatschart hier drüber schließt, wäre gar nicht mehr so schlecht. Aber da haben wir noch ein paar Wochen vor uns. Oder hier unten sind es dann einmal der Supportbereich mit den Monatskerzen, ja, einmal hier und das Ganze nochmal hier unten, wo es noch ein schöner Retest war, die 10.834 Punkte, beziehungsweise Dollar, und dann sind wir irgendwo hier unten in diesem Bereich. Also schreibt es gerne mal rein. Wenn man davon ausgeht, dass dieser Kanal hier hält, müsste auch rein theoretisch, ja, Bitcoin irgendwann mal hier Richtung 1 Million Dollar nach oben gehen. Die Frage ist nur, wann das sein wird. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir das in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren sehen werden. Aber definitiv mal ein interessantes Level, was ich euch durchaus hier mal mitgeben wollte. Dann schauen wir uns noch MACD an. MACD hat sich nicht allzu stark verändert. Wir sind weiterhin auf dem Weekly Chart. Weekly Chart sind wir jetzt hier nach unten gebrochen. Wir hatten es noch nie zuvor, dass wir unterhalb von, was haben wir hier, 29 Punkte gefallen sind. Wir sind jetzt bei 25,2. Also ihr seht schon, massiv überverkauft auf dem RSI. Und wenn wir uns den MACD anschauen, auf dem Weekly Chart, das sieht das Ganze auch nicht besser aus. Hier auch massiv nach unten gestürzt. Ja, wir sind hier bei minus 5.860 Punkte. Das heißt, auch hier wird es Ewigkeiten dauern, bis wir wieder hier so nach oben gehen. Ja, da reden wir von Mitte bis Ende nächsten Jahres möglicherweise, ja, wenn wir dann wirklich einen starken Run-up sehen. Aber nochmal ganz kurz, bevor wieder hier unten unter den Kommentaren wieder eine richtige Diskussion ausbrechen. Ja, es ist die Inflation noch da und ja, wir haben eine mögliche Rezession, deshalb, das muss man alles mit berücksichtigen, ja. Und eine Inflation ist auch nicht innerhalb von 1, 2, 3, 4 Monaten weg, sondern die wird sich hinziehen über mehrere Jahre, bis die wieder abgebaut ist. Ja, das geht nicht innerhalb von 2, 3, 4 Monaten, nur weil die Fed meint, sie erhöht jetzt den Leitzins, ja. Deshalb, das wird definitiv da auch ein paar Monate dauern. Dann gehen wir rein Richtung Ethereum, schauen uns Ethereum an. Und zwar wird es bei Ethereum jetzt hier sehr spannend. Und ihr seht nämlich jetzt hier, dass wir bei Ethereum hier nach oben hin jetzt schön ausgebrochen sind. Das technische Preisziel ist noch nicht erreicht. Aber ich habe euch dann auch gesagt, es wird sehr interessant, was bei diesen Hochs hier passiert. Ihr erinnert euch, das habe ich euch im gestrigen Video gesagt. Ja, das waren diese zwei Hochs hier. Was da passiert, weil da müssen wir drüber. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen und hier so eine kleine Widerstandsbox hier einzeichnen, dann sehen wir, dass Ethereum das ganze Ding genau gestern angetestet hat und wir bekommen hier noch unseren 100er EMA rein. Also das kommt auch noch als Widerstand rein. Das heißt, diese Zone hier, die könnt ihr wirklich mal verwenden und könnt hier komplett Widerstandszone reinballern. Ja, weil das ist wirklich eine Widerstandszone, ja, ganz groß und fett. Das bedeutet, solange wir da nicht drüber kommen und nicht über diesen 100er EMA, dann ist auch nicht die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass wir hier auf unseren 200er EMA hochgehen. Sollte das der Fall sein, dann kann es sogar hier bei Ethereum einen schönen Boden jetzt hier geformt haben, um zumindest mal eine kleine Erholung starten Richtung 1550 US-Dollar nach oben. Ja, und viele Leute haben das Ganze hier unten ja verwendet, genau diese Zone hier, die ich euch eingezeichnet habe, wo ich gesagt habe, Leute, das ist Zone Nummer 1 zum Nachkaufen fürs HODL-Portfolio, wenn jemand das möchte. Genau das ist jetzt hier passiert. Ja, also wir sind genau runtergekommen und haben uns hier längere Tage hier aufgehalten und haben jetzt hier so einen kleinen Breakout-Versuch gestartet. Aber
definitiv trotzdem vorsichtig sein. Warum? Weil wir solche Phasen auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, die dann einfach in eine größere Seitwärtsphase hier gemündet sind, ja, und dann nochmal nach unten hin abverkauft worden. Warum ist das so? Ganz einfach, wir haben im Juli dann wieder bevorstehende Inflationszahlen, ja, von Juni. Das heißt, da wird ganz genau drauf geguckt, ob sich das Ganze bewahrheitet, wenn man die Zinsen erhöht, dass die Inflation sich hier langsam erholt. Deshalb werden alle Augen im Juli auf die Inflationszahlen der USA gerichtet sein. Und da wird die Sache dann sehr spannend, weil wenn das weiterhin dann sehr stark wieder gestiegen ist, vielleicht sogar höher gestiegen ist als die Prognose, dann werden wir auch bei den Altcoins wieder sowas sehen. Sonst performen im Moment die Altcoins ein bisschen besser. Ja, ist ja auch logisch im Moment, wenn wir uns das nämlich hier dann auch nochmal anschauen. Gehen wir kurz in die Dominanz rein. Ja, sind wir hier ein bisschen nach unten gefallen auf dem Daily Chart, auf dem Weekly Chart seht ihr das jetzt ja auch nochmal. Ja, das heißt, wir sind genau wieder hier unten. Habe ich euch ja auch vor einer Woche gesagt, dass ich davon ausgehe, dass wir hier nochmal runtergehen, uns hier dann aber fangen und dann hier wieder langsam nach oben steigen. Die Altcoins werden wieder richtig geschlachtet, wenn es einfach diese krasse Reaktion von Bitcoin nach unten gibt, wenn es wieder irgendwelche News gibt, ja. Oder man einfach sieht, dass die Inflation weiterhin hier sehr stark voranschreitet. In diesem Sinne soll es das Video gewesen sein. Kurz und knappiges Update-Video. Wenn du das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, würde mich freuen. Lasst uns die 1000 Likes hier wieder unter diesem Video knacken. Und am Montag gibt es dann einen richtig fetten Livestream. Morgen gibt es keinen Livestream, aber dafür am Montag. Deshalb kommt am Montag dann gerne rein, würde mich sehr freuen. Haut rein, bis dann. Bleibt gesund, euer Basti und wie immer, ciao, ciao.